Ich habe ein Bild gefunden von mir. So sah ich früher mal aus. So eine neue Woche beginnt. Die letzte Woche war gut, aber diese Woche wird besser. Wir haben vor ein paar Minuten das neue YouTube-Video hochgeladen, aber wir haben keine Zeit für Pausen. Wir gehen jetzt direkt erstmal zum Training und nehmen euch mit. Aywa. Wie findest du meine Sportlehrerschuhe? 3, 4, 5. Guck mal die Wunden von gestern. Einmal hier tritt, hier tritt, hier. Können die mich so oft treten, wie die wollen. Die kriegen mich eh nicht kaputt. Gib mal ein Schwangerschaftsupdate. Sag mal, wie fühlst du dich? Wir sind jetzt 15. Woche plus 1. Heute habe ich nicht so gut geschlafen. Ich bin auf meinen Rücken eingeschlafen, hatte dann voll Schmerzen. Also heute geht es mir nicht so gut. Ich habe keine Heißhungerattacken mehr. Wir sind hier jetzt meine Lieblings-Acai-Bowl essen. Vor der Schwangerschaft habe ich das nicht so gerne gegessen. Jetzt liebe ich's. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Hey, so, ich gehe meine erste Fahrradtour machen. I'm so excited, yalla. Jetzt holen wir QB Jindawi aus dem Keller. Aywa Jindawi, bist du bereit? Let's go! So Leute, heute ist Spieltag. Ich werde euch wieder mitnehmen. Ich bereite mich gerade auf die Pokalspiele vor, die bald kommen. Jetzt geht's ab zum Testspiel. Let's go! Go Luisa, go Luisa, go Luisa. Ey, hör auf mit so einer Scheiße, komm her jetzt, Mann. Pause? Ja, Mann. Nenne diesen viele Menschen. Alter, wie ist das Bett? Mach mal Licht aus. Hier vorne kann man auf jeden Fall ein paar Sachen verstauen, zum Beispiel Sujuk und sowas. Es gibt in Beziehungen auch Stress. Ich glaube, wir sind die einzigen Menschen, die herkommen und nicht mal wissen, was die Maße von ihrer Wohnung sind. Der Typ sagt, wie groß euer Schlafzimmer, wir sind so. Er fragt, wie breit ist eure Wand? Sag, für einen Ex-Schrank 800 Euro, denkst du, ich bin behindert? Wäre ein normaler Schrank, Wandschrank, ich würde 799 bezahlen. Aber für einen Ex-Schrank 799 ist nur eine Ecke. Man kriegt keine Luft, ne, in der Maske. Du weißt, wenn du keine Luft kriegst, kriegt das Kind auch keine Luft. Also atme, atme, Luisa. Atme ein. Halt für 30 Sekunden. Denkst du, ich mach Spaß? Ey, Wetterbericht bitte, Wetterbericht. Wetter ist Kaka. Kaka. Okay, Leute, es hagelt, Regen, Wind, alles. Ein ganz komischer Tag. Jetzt scheint auf einmal die Sonne. Ich weiß auch nicht, was los ist mit dem Wetter. Und du sitzt hier, als wäre dein Vaters Auto oder was ist da los? Ja, ist bequem. So muss sein. Bequem. Leute, ich hatte Lust, aber ihr Döner. Knoblauch scharf, komplett und Schafskäse. Muss sein. Super, duper, lecker. Brot ist knackig. Gemüse, frisch. Die Soßen bezaubern. Scharf ist scharf und Knoblauch ist wirklich Knoblauch. Das Fleisch, die Zwiebeln, exzellent. Wie findest du, dass ich Zwiebeln esse? Weil viele finden das richtig schlimm. Finde ich auch schlimm. Egal, Leute. Guckt auf euer Geschmack, guckt auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr Zwiebel essen wollt, isst Zwiebeln, Mann. Ist Zwiebeln. Now we drink some cacao and coffee. Let's go. And when I drive, my Perle is always on my side.
I'm bereit to struggle with everyone who makes fucks mit mein Perl. Mein Perl. Mein Perl. And when I have a heart, only one can break the heart in mein Perl. Die Leute denken doch, wir sind Klatsche, wenn wir das reinmachen. Die wissen aber nicht. Weißt du, warum wir diese Stelle reinmachen? Hm. Weil wir das sind. Warum sollen wir so tun, als wären wir etwas, was wir nicht sind? Wir sind das. Aber now when I have a heart. Ey! Was ist ein Knall, Mann? Ey, was machen wir jetzt? Corona-Test. Warum? Für was brauchen wir einen Corona-Test, Mann? Weil ich selber in Stuben hast, einfach einen Termin gemacht und meintest, komm, wir gehen hin. Wir müssen Umzugskisten kaufen, Mann. Wir werden doch bald umziehen. Du siehst so positiv aus, nicht normal. Ey, diese Corona-Station hat uns einfach mies verarscht, Wanda. Mein Corona-Test ist ungültig. Beide unsere Tests sind ungültig. Wie geht sowas? Nee, hätte ich die selber gemacht und ich wäre zu dumm, das zu machen. Da steht ungültig, du hast falsch gemacht, okay. Aber da ist doch eine, die ist doch extra da, damit sie das macht. Wie geht es, dass das ungültig ist? Ich weiß selber nicht. Und das ist voll scheiße, weil wir wollten ja Umzugskisten kaufen gehen. Schade, dass das jetzt nicht mehr geht. Auch wenn ich mich sehr gefreut habe. Bitte genießen Sie noch einen Augenblick die Musik. I'm feeling good. Hey, hey, gib mir die Fernbedienung sofort. Was soll das? Hey, it's time. It's weekend time. It's Mila time. Hey, it's Mila time. Die Jindawi sind dabei. It's Mila time. Und die Nada ist dabei. Hey, es nagelt! Mila, es hagelt! Auf, runter, links, rechts. Ich halte mich am Rhythmus fest. Wie cool, dass er mich tanzt. Als ob niemand zuguckt. Die beiden machen jetzt ein Wettrennen. Die dürfen nicht auf die weißen Kästchen treten. Und ich würde sagen, let's go! So Leute, wir sind gerade bei Snipes und wir gucken nach einem Schuh für Mila. Ich hoffe, die passen mir. Das ist meine Größe. Das ist deine Größe? Ja, aber ist bequemer für mich. Was sind das für Schuhe? Jordans. Jordans, ja? Mhm. Weißt du, wer Jordan ist? Er ist Jordan. Kennst du ihn nicht? Kennst du nicht Michael Jordan? Doch. Wer ist das? Was macht er beruflich? Ja. Sing? Sing, genau, er singt. Michael Jordan ist der beste Sänger der Welt, Mila. Michael Jackson, meinst du? Sie muss die Kapuze nicht aufsetzen. Also ihre Haare auch so ein bisschen stylen, so ein Zopf hier. Und dann die offen lassen, sonst sieht sie ja besser aus. Okay. Okay, Leute, also wir vloggen heute und Mila hat noch ihre eigene Kamera. Wenn sie irgendwas sagen will, vloggt sie auch nochmal extra. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich mit Nada und Luisa ein bisschen vloggen und wir sehen uns gleich. Aiwa. Aiwa. So, die Jindawis kommen am Spielplatz an. Mila, bist du bereit? Nimm die alle auseinander, hast du mich verstanden? Okay. Mit was soll ich anfangen? Eins, zwei. Ey, du musst schon dran gewöhnen für später, ne? Wenn dein Kind hier spielt. Wir sitzen hier, wir beobachten nur. Und du musst so wissen, wenn Kinder sich streiten, lass die sich streiten. Du machst nur Augenkampf und böse Blicke mit deren Eltern. Okay. Schließlich meine, die Kinder haben nichts damit zu tun. Guck die Eltern böse an, dann wissen die Bescheid. Stell dir jetzt vor, irgendein Elternteil macht gerade Faxen bei Mila. Wie gucken wir? Ganz genau, mein Perle. Ganz genau. Hey, Mila, machst du Gebetswaschung? Was machst du da? Ja, nur ein bisschen deine Hände sauber machen. Und wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute.
Seid ihr eingeschlafen? How it made this.